Unser Video über die Modern Monetary Theory hat ganz schön viel Aufregung verursacht. Uns haben hier in den Kommentaren und in den sozialen Medien sehr viele Fragen erreicht. Und Maurice Höfgen, MMT-Anhänger und hier auf YouTube zu dem Thema sehr präsent, hat unserem Video ein einstündiges Reaction-Video gewidmet. Die Aufmerksamkeit freut uns natürlich. Offensichtlich haben wir mit dem Thema einen Nerv getroffen. Unangemessen finden wir aber, dass Maurice uns schlechte journalistische Arbeit und sogar niedere Beweggründe unterstellt. Lasst uns lieber Argumente austauschen und sachlich diskutieren. Wir gehen deshalb eure Fragen, Kritik und den Fragenkatalog von Maurice durch, schauen, wo wir etwas besser machen können und was wir anders sehen. Los geht's! Vorwurf: Wir vereinfachen die komplexen Sachverhalte zu sehr. Geldtheorie ist ein sehr komplexes Thema. Um es so zugänglich wie möglich zu machen, haben wir an einigen Stellen Dinge vereinfacht. Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass sich der Staat Geld von den Banken leiht, dann meinen wir damit, dass er Staatsanleihen ausgibt, die die Banken kaufen. Maurice Höfgen und einige von euch in den Kommentaren kritisieren, dass wir mit solchen Vereinfachungen bewusst in die Irre führen wollen. Das stimmt nicht. Es geht uns darum, die Inhalte in der begrenzten Zeit eines YouTube-Videos einfach herunterzubrechen. Zu unserer Zielgruppe gehören auch Leute, die sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt haben. Diese Zuschauer haben wir im Hinterkopf, wenn wir die Zusammenhänge vereinfachen. Genauso ist es auch zum Beispiel bei der Frage, ob Zentralbank und Regierung eine Einheit sind oder nicht. Maurice hat völlig recht, dass es beide Institutionen auch der MMT zufolge gibt. Aber genau so, wie er selbst es tut, das räumt er in seiner Reaction ja ein, abstrahieren wir hier, um deutlich zu machen, dass unter den Bedingungen der MMT die Unabhängigkeit der Zentralbank nivelliert wird. Wir sind ein junger Kanal und wollen uns komplexen Themen annehmen, aber sie eben so darstellen, dass viele Menschen sie verstehen. Genau das ist journalistische Arbeit. Wenn wir mit der Vereinfachung irgendwo übers Ziel hinausgeschossen sind, bedauern wir das und werden uns überlegen, wie wir es in Zukunft besser machen. Vorwurf: Wir stellen Dinge unvollständig dar. An einigen Stellen wirft Maurice uns vor, wir hätten Dinge weggelassen. Aber in den konkreten Situationen, die er benennt, stimmt das oft gar nicht. Ein Beispiel: Wir hätten nicht erklärt, dass es darauf ankommt, ob ein Staat seine eigene Währung herausgibt. Dabei sagen wir genau das explizit in unserem Video. Aber die MMT geht viel weiter. Sie sagt, Regierung und Zentralbank sind eine Einheit, der Staat. Und der kann nach Belieben entscheiden, wie viel Geld er braucht. Denn die meisten Staaten geben ihre eigene Währung heraus. Deshalb können sie in dieser Währung gar nicht pleite gehen. Oder er wirft uns vor, dass wir die Schuldenbremse verkürzt darstellen, weil die Grenze von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts nicht erwähnt wird. Genau das wird in dem im Video enthaltenen Gastbeitrag von Dieter Oben aber detailliert erklärt. Seit 2009 gilt in Deutschland die Schuldenbremse. Ihr Grundsatz ist, der Staat gibt nur so viel Geld aus, wie er einnimmt. Er darf nur sehr wenige Schulden machen. 0,35% des Bruttoinlandsproduktes nämlich. Maurice hat mir zusätzlich zu seinem Video einige Fragen geschickt, auf die ich an dieser Stelle gern eingehen möchte. Wurde das Skript oder Video von Funk oder der FAZ auf journalistische Standards geprüft? Zum einen ist da die Frage, wie wir bei der Produktion von Was kostet die Welt journalistische Standards waren. Dazu kann ich sagen, dass in unserer Arbeit dieselben hohen Ansprüche an uns selbst gelten, die wir auch in unserer Arbeit für die FAZ und die FAS anlegen und an denen Funk seine anderen Formate misst. Das Skript zum Video ist das Ergebnis einer umfangreichen Recherche und hat mehrere interne und externe Abnahmeschleifen innerhalb unserer Redaktion und bei Funk durchlaufen. Welche externen Quellen wurden bei Skripterstellung seitens des Autors hinzugezogen? Warum gibt es keine einzige originäre MMT-Quelle in den Literaturangaben? Welche originären Texte von MMT-Vertretern hat der Autor gelesen? Es gab einige Fragen zu unseren Quellen. Wir haben eine große Zahl an wissenschaftlichen Artikeln, Büchern und Videos zur MMT als Grundlage für unseren Beitrag herangezogen. Darunter natürlich auch viele MMT-Autoren wie Stephanie Kelton, William Mitchell oder Randall Ray. Und ich habe mir auch viele Videos von Maurice angeschaut. Die Literaturliste, die wir an unser Video angehängt haben, ist eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben uns dabei auf diejenigen Quellen konzentriert, auf denen unsere Kritik fußt, die Stellen im Skript belegen und die wir unseren Zuschauern zur vertiefenden Lektüre empfehlen. Wir haben aber gelernt, dass das offenbar einige Missverständnisse verursacht hat. Es ist leider der Eindruck entstanden, wir hätten gar keine MMT-Literatur gelesen. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, werden wir in Zukunft klarer kommunizieren, welche Quellen wir verwenden. Wir haben außerdem ein erweitertes Quellendokument erstellt, in dem wir auch die MMT-Quellen auflisten und das wir an dieses Video anhängen. Es ist gar nicht so leicht, Licht ins Dickicht der vielen unterschiedlichen MMT-Beiträge zu bringen, die sich auch öfter mal widersprechen. Zahlreiche renommierte Forscher haben sich aber in eigenen Artikeln die Mühe gemacht, die zentralen MMT-Argumente darzustellen und kritisch zu analysieren. Und sie tun das übrigens aus den unterschiedlichsten ökonomischen Richtungen. Das ist keine neoliberale Verschwörung von MMT-Hatern, wie es sich bei Maurice anhört. In unserer Literaturliste finden sich Paper von Post-Keynesianern aus der Reihe der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung und solche, die explizit darauf hinweisen, dass sie mit Ideen der MMT grundsätzlich sympathisieren.
Wenn euch das immer noch nicht überzeugt, dass die Kritik keine Frage der politischen Lager ist, können wir euch einen Artikel aus dem linken Magazin Jacobin empfehlen. Darin wird erklärt, warum Modern Monetary Theory uns in der wirtschaftspolitischen Debatte auch aus linker Sicht nicht weiterbringt. Warum kommt nur Volker Wieland als Experte zu Wort, aber kein anderer Experte und vor allem kein MMTler? Wurden MMTler oder andere Ökonomen angefragt, aber haben abgesagt? An dieser Stelle möchte ich einmal unseren Gast Volker Wieland in Schutz nehmen, der sich freundlicherweise viel Zeit für ein Interview mit uns genommen hat. Wieland ist Professor an der Goethe-Uni in Frankfurt und ein ausgewiesener Experte für Geldtheorie. Wir hatten tatsächlich auch noch andere Ökonomen angefragt, haben uns am Ende aber dafür entschieden, nur einen Experten zu Wort kommen zu lassen. Nicht, weil es uns darum geht, ein unausgewogenes Bild von der MMT zu bieten. Im Gegenteil, ich glaube, unser Video gibt den MMTlern sehr viel Credit dafür, dass ihre Theorie über lange Zeit besser zu funktionieren schien als der ökonomische Mainstream. Und das möchte ich noch einmal ganz klar sagen. Wir haben Volker Wieland nicht aufgrund seiner von Maurice unterstellten politischen Überzeugungen ausgewählt, sondern aufgrund seiner Expertise. Ja, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, einen MMT-Vertreter zu Wort kommen zu lassen. Aber nochmal, Volker Wieland war nicht als Vertreter eines Lagers eingeladen, dem man aus Fairnessgründen einen Vertreter des anderen Lagers hätte gegenübersetzen müssen. Er war als Experte für Geldtheorie da. Und ich finde, die MMTler müssen sich auch an dem messen lassen, was sie veröffentlichen. Hat Volker Wieland ein Honorar für seine Beiträge erhalten? Selbstverständlich hat Herr Wieland kein Honorar von uns erhalten. Ich weiß nicht, wie Maurice überhaupt auf diese Idee kommt, das entspräche absolut nicht unseren journalistischen Standards. Warum wird die Mitgliedschaft Wielands in der Denkfabrik Kronberger Kreis im Video nicht transparent erwähnt? Volker Wieland seine Expertise abzusprechen, wegen der Organisationen, in denen er Mitglied ist, wie es Maurice in seinem Video tut, ist aus unserer Sicht unredlich. Wir kritisieren ja auch nicht die MMT dafür, dass sie in bestimmten politischen Lagern Anklang findet und ihre Vertreter für Politiker bestimmter Parteien arbeiten, sondern wir kritisieren den Inhalt. Welche deutschen Ökonomen halten die MMT für falsch? Woran macht der Autor fest, dass das die Mehrheit ist? Maurice fragt uns, wie wir darauf kommen, dass die Mehrheit der deutschen Ökonomen die MMT für falsch hält. Von deutschen Ökonomen haben wir aber in diesem Zusammenhang gar nicht gesprochen, sondern von Ökonomen insgesamt. Diese Einschätzung basiert unter anderem auf vielen Gesprächen mit Ökonomen, auf dem Lesen von Gastbeiträgen und Zeitungskommentaren. Das ist zugegeben erstmal ein subjektiver Eindruck. Dieser Eindruck lässt sich aber auch ganz gut an empirischen Zahlen belegen. Das IGM-Panel ist ein Projekt der Universität Chicago und befragt regelmäßig Ökonomen zu wirtschaftspolitischen Themen. Und weil Ökonomen sehr streitlustig sind, kommen dabei meist sehr gespaltene Antworten heraus. 2019 hat das Panel auch nach den Ideen der MMT gefragt. Und das Ergebnis war, 100% der Befragten stimmen diesen Ideen nicht zu. 100%. Kein einziger der befragten Ökonomen konnte der MMT etwas abgewinnen. Wir verlinken die Umfrage unter dem Video. Welche deutschen Politiker vertreten nach Auffassung des Autors die MMT? Maurice hat uns außerdem gefragt, welche deutschen Politiker die MMT vertreten. Er sagt selbst, er kennt keine. Nun, da sind wir uns einig, ich kenne auch keine. Habe ich aber auch nirgends behauptet. Im Video ist nur von amerikanischen Politikern wie Bernie Sanders und AOC die Rede. Wobei man auch bei denen nicht sagen kann, dass sie die MMT vertreten, wie Maurice sagt. In Deutschland liegt die MMT offensichtlich so weit außerhalb dessen, was als Basis vernünftiger Wirtschaftspolitik angesehen wird, dass sich selbst ganz links im politischen Spektrum niemand findet, der ernsthaft diese Ideen unterstützt. Wie rechtfertigen die FAZ und der Autor die Nutzung von schwarzer Rhetorik? Maurice wirft uns an verschiedenen Punkten vor, wir würden schwarze Rhetorik verwenden. Ich musste das erstmal googeln und dabei habe ich gelernt, schwarze Rhetorik sind manipulative Techniken, die andere Menschen durch rhetorische Tricks, Scheinargumente oder kognitive Verzerrungen im eigenen Sinne oder zu einer Zustimmung bewegen und beeinflussen sollen. Nun, Maurice, da kann ich dich beruhigen. Wir verwenden keine schwarze Rhetorik und versuchen auch nicht, irgendjemanden unterbewusst zu manipulieren. Wie viel Meinung war in dem Videoteil, der nicht explizit als Meinung betitelt wurde, nach Ansicht des Autors? Maurice fragt uns weiter, wie viel Meinung in dem Teil des Videos steckt, der nicht als Meinung gekennzeichnet ist. Dazu kann ich sagen, das Video ist eine Analyse mit einer klaren These, die auf unserer ausführlichen Recherche zu dem Thema fußt. Das ist im Journalismus und erst recht auf YouTube gängige Praxis. Und wir haben uns das ja nicht alles ausgedacht, sondern berufen uns auf in der Wissenschaft gängige Kritikpunkte an der MMT. Selbstverständlich steht es jedem frei, diese Kritikpunkte anders zu bewerten. Wir werden trotzdem noch stärker darauf achten, klarer zu machen, wo wir etwas einordnen und die vorher oder nachher genannte faktische Kritik zusammenfassen. Warum kooperiert die FAZ mit Funk und macht den Kanal nicht eigenständig? Schließlich kamen sowohl von Maurice als auch von vielen anderen Leuten Fragen dazu, warum die FAZ mit Funk kooperiert. Dass die FAZ die Produktionsfirma von Was kostet die Welt ist, ist übrigens kein Geheimnis. Maurice tut ja ein bisschen so, als hätte er das ganz investigativ aufgedeckt. Dabei gibt es eine offizielle Pressemitteilung, es wurde in einschlägigen Medienmagazinen darüber berichtet
Und es steht ja auch ganz transparent auf der Funk-Homepage. Der Grund, warum wir das tun, ist, die FAZ will gemeinsam mit Funk für eine junge Zielgruppe qualitativ hochwertige Inhalte zu Wirtschaftsthemen auf YouTube erstellen. Die FAZ bringt die wirtschaftliche Expertise mit, Funk weiß, mit welchen Formaten junge Zielgruppen auf YouTube erreicht werden und über einen längeren Zeitraum gebunden werden können. Dass die FAZ als Produktionsfirma in dem Video nicht prominent erwähnt wird, hat einen ganz einfachen Grund. Das ist bei allen Funkformaten so üblich. Funk nimmt jedes Video ab und damit ist es ein Funkvideo und kein FAZ-Video. Wir verstehen aber, dass sich manche von euch da mehr Transparenz über unseren Arbeitsplatz direkt im Video gewünscht hätten und werden das bei unseren zukünftigen Produktionen berücksichtigen. Jetzt haben wir alle Fragen beantwortet, es gibt aber auch ein paar Punkte in der Reaction von Maurice, die wir kritisch sehen. Und auf die möchten wir jetzt eingehen. Argumente von uns werden kritisiert, die wir überhaupt nicht gesagt haben. Es gibt in Maurice' Video viele Stellen, an denen er uns Worte in den Mund legt, die wir so nie gesagt haben. Das geschieht besonders oft im Kapitel, in dem wir die makroökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre beschreiben und in dem es zunächst einmal gar nicht um die MMT geht. Er spricht zum Beispiel relativ lange darüber, dass der ökonomische Mainstream keine Erklärung für die Niedrigzinsphase der 2010er Jahre hat. Ganz abgesehen davon, dass das so nicht ganz richtig ist, wenn Maurice zugehört hätte, hätte er verstanden, dass ich das nie behauptet habe. Was ich tatsächlich gesagt habe, ist, dass die makroökonomischen Bedingungen für die MMT gut aussahen und ihre Thesen zu bestätigen schienen. Er versucht ja anscheinend eine Kritik zu erkennen, die überhaupt keine ist, und legt sie uns stattdessen in den Mund. So ähnlich geht es dann weiter. Zu unserer Erklärung, dass Erwartungen eine wichtige Rolle für die Inflation spielen, sagt Maurice. Und das soll jetzt die Inflation heute erklären, oder was? Das soll den Energiepreisschock erklären? Das soll die niedrige Inflation in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren vor der Pandemie erklären? Nein, Maurice, soll es nicht. Das habe ich auch nirgendwo gesagt. Ich habe gesagt, Inflation ist ein sehr viel komplexeres Phänomen und Erwartungen spielen dabei auch eine Rolle. Dabei ging es überhaupt nicht konkret um die Inflation des letzten Jahres. Natürlich war der Energiepreisschock ein Angebotsschock, was ich auch ein paar Minuten vorher so im Video sage und wo ich den MMTlern sogar recht gebe. Die MMTler sagen dazu, die Inflation kommt ja vor allem von der Angebotsseite. Die Nachfrage kann nicht bedient werden, die Preise steigen. Und das ist sogar richtig. Auf viele Inflationstreiber hatte die Politik keinen direkten Einfluss. Wer über MMT spricht, muss auch über die Bezüge zur Politik sprechen. Beides zu trennen geht nicht. Maurice sagt in seiner Antwort auf uns mehrmals, die MMT sei ja nur eine Theorie, die keine politischen Forderungen aufstelle. Das ist ein beliebter Trick, den er öfter in seinen eigenen Videos verwendet, wenn Kritik an den Folgen einer MMT-geleiteten Politik aufkommt. Aber natürlich ziehen MMT-Ökonomen permanent Schlussfolgerungen für die Wirtschaftspolitik aus ihrer Theorie. Das tut Stephanie Kelton, die wir ja auch in unserem Video gezeigt haben, und das tut auch Maurice Höfgen. Er sagt ja selbst am Ende seines Videos, dass man viel Talent auf dem Arbeitsmarkt nutzen könnte, wenn man nur die Wirtschaft richtig verstünde. Das ist für mich eine relativ konkrete Aufforderung zu einer anderen Wirtschaftspolitik. So ein defensives Argument habe ich übrigens noch nie von den von Maurice verteufelten Ökonomen des sogenannten Mainstreams gehört. Die sind in der Regel bereit, auch die Folgen einer von ihrer Forschung geleiteten Politik zu diskutieren und berufen sich nicht darauf, das sei ja alles nur eine Theorie bzw. eine Tatsachenbeschreibung. Maurice sagt dann weiter, es gebe keine Belege dafür, dass es für Politiker ein Anreiz ist, Geld auszugeben, um wiedergewählt zu werden. Das ist einfach nicht richtig. Es gibt dazu ökonomische Forschung, die ganz klar zeigt, dass Politiker vor Wahlen stärker Geld ausgeben, um ihre Wähler glücklich zu machen. Wir stellen fest, dass vor den Wahlen einige Komponenten der Ausgaben, die unserer Meinung nach für die Wähler besonders attraktiv sind, deutlich zunehmen. Maurice sagt selbst, dass die MMT keine Theorie zu politischen Prozessen hat. Das will er lieber den Politikwissenschaftlern überlassen. Aber wenn man die politische Ökonomie in dieser Art einfach ausklammert, ignoriert man eben auch diese riesigen Anreizprobleme, die die Message der MMT erzeugt. Und genau das ist es, was wir in unserem Video kritisiert haben und was auch Ökonomen an der MMT kritisieren. Unser Argument, dass das Währungsmonopol des Staates nicht in Stein gemeißelt ist und die Bürger zu Alternativen greifen können, wischt Maurice damit vom Tisch, dass sie ja trotzdem am Ende in der Heimatwährung Steuern bezahlen müssen. Aber nochmal, dass die Steuern in einer Währung erhoben werden, ist nicht der alleinige Grund, der einer Währung ihren Wert gibt und hat auch noch nie verhindert, dass in Hochinflationszeiten Geld in großen Mengen in Fremdwährungen getauscht wurde. Ganz abgesehen davon, dass es gerade für reiche Menschen und für Unternehmen viele Möglichkeiten gibt, Steuern zu umgehen, wenn sie ihr Geld ins Ausland schaffen. Eine Sache möchte ich zudem noch einmal klarstellen, weil auch Maurice das Strohmann-Argument der Schuldenbremse bringt. Er wirft uns vor, wir würden deren Gefahren überhaupt nicht ins Verhältnis zu denen der MMT setzen. Und da muss ich zugeben, wir hätten in unserem Video eines klarer machen können. Es geht hier nicht um eine Wahl zwischen zwei Alternativen, der Schuldenbremse und einer MMT-geleiteten Politik. Es gibt eine sehr lebhafte Debatte unter Ökonomen um Sinn und Unsinn der Schuldenbremse, in der auch renommierte Wissenschaftler ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Es gibt aktuelle Forschung dazu und der Wissensstand darüber, wie viele Schulden ein Staat verträgt, entwickelt sich dauernd weiter.
Und beide Seiten dieser Debatte haben, glaube ich, valide Argumente auf ihrer Seite. Das ist aber etwas anderes, als zu sagen, das Staatsdefizit ist eine komplett irrelevante Größe, solange die realen Ressourcen nicht ausgeschöpft sind. Ich selbst sage in unserem Video übrigens kein Wort dazu, ob die Schuldenbremse, so wie sie bei uns im Grundgesetz steht, nun sinnvoll ist oder nicht. Anders als Victoria vom Funkkanal Die da oben, die sich in ihrem Video klar als Meinung gekennzeichnet, für mehr Investitionen ausspricht. Ein Punkt noch zur Frage der hohen Inflationsraten in der Türkei und Argentinien. Die haben wir als Beispiele für Inflation genannt, die außer Kontrolle gerät. Maurice verweist hier darauf, dass diese Staaten eine hohe Verschuldung in Fremdwährungen haben, was richtig ist. Er geht aber mit keinem Wort auf mein Argument ein, was solche hohen Inflationsraten für die Theorie aussagen, dass sich der Wert einer Währung in erster Linie aus den darin erhobenen Steuern ergibt. Denn Steuern erhebt die Türkei eben doch in Lira. Das scheint der Geldwertstabilität dort nicht viel gebracht zu haben. Wenn die Menschen das Vertrauen in eine Währung verlieren, dann macht es wenig Unterschied, ob sie am Ende in dieser Währung Steuern zahlen müssen. Besonders empfehlen kann ich zu diesem Thema den Artikel von Thomas Sargent, The End of Four Big Inflations, ein Klassiker der Wirtschaftsgeschichte. Die Wissenschaft wird ohne Argumente komplett kritisiert. Es gibt in der Wissenschaft einen etablierten Prozess, in dem Fachartikel von anderen Wissenschaftlern geprüft werden, bevor sie in Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Die sogenannte Peer Review. Volker Wieland hat in unserem Video kritisiert, dass sich die MMTler lieber in den sozialen Medien äußern, als sich der wissenschaftlichen Debatte zu stellen. Maurice sagt dazu, er stünde jederzeit für eine Debatte bereit, räumt aber auch unmittelbar am Anschluss ein, dass er gar keine Lust hat, in Journals zu veröffentlichen, die, wie er glaubt, keine Forschung außerhalb des Ordoliberalismus zulassen. Diese angebliche Allmacht des Ordoliberalismus fand ich ziemlich überraschend, denn der Ordoliberalismus ist in der deutschen und der internationalen Fachwelt selbst eher eine Nischenbewegung. Das zeigt auch eine aktuelle Studie. Die Analyse zeigt, wie sich die deutsche Volkswirtschaftslehre im Laufe der letzten Jahrzehnte der US-amerikanischen angenähert hat. Der Einfluss des Ordoliberalismus sank von 35% in den 1970er Jahren über rund 15% in den 1990er Jahren auf aktuell 1%. Klar. Am Peer-Review-Prozess ist längst nicht alles perfekt. Es gibt eine Menge Probleme, auf die wir hier nicht im Detail eingehen können. Aber das Argument, der Ordoliberalismus verhindere, dass sich die großen Journals mit der MMT beschäftigen, zieht einfach nicht. Damit haben wir hoffentlich einiges klargestellt. Wir hoffen, dass wir damit einige Missverständnisse aus dem Weg räumen konnten. Wir verstehen, dass dieses Thema die Emotionen hochkochen lässt und freuen uns, dass wir eine Debatte anstoßen konnten. Wir nehmen uns konstruktive Kritik zu Herzen und werden in Zukunft noch genauer darauf achten, dass wir komplexe Themen nicht zu sehr vereinfachen. Unsere Kritikpunkte an der MMT bleiben aber bestehen. Und es bleibt dabei, wirtschaftspolitische Debatten sind zu wichtig, als dass man sich einfachen Antworten hingeben sollte. Das ist überhaupt keine Frage von links oder rechts. Ich kann euch garantieren, dass wir unseren kritischen Blick auch in Zukunft auf das gesamte wirtschaftspolitische Spektrum richten. Ich hoffe, ihr bleibt dabei.